zwei sind wie ein Feuerwerk. Sind wie ein buntes Feuerwerk. Du und ich, ich und du. Und ein bisschen Glück dazu. Komm und gib mir deine Hand. Zusammen. Und schmeißen alle Schlüssel weg, du und ich. Bravo! Herzlich willkommen, Jolie Lloyd. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Komm her zu uns. Grüß dich. Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Das war ein langer, ein schwieriger Weg, um überhaupt herzukommen. Ja, du sagst es. Jolie Lloyd, liebe Zuschauer. Damit herzlich willkommen hier bei uns bei Sonnenklar TV in der Küche. Auch heute wird natürlich nicht nur gesungen, sondern selbstverständlich auch gekocht. Deshalb bist du da. Und das ist eine interessante Geschichte bei dir. Nein, wir klären erstmal die Sache mit dem Herkommen. Das war ja nicht einfach. Du bist ja nicht direkt aus Timbuktu gekommen, sondern einfach nur aus Berlin. Genau. Aber Kurzversion ist, erster Flieger hat nicht funktioniert, zweiten fast verpasst. Beim dritten stand dein Name nicht auf der Liste. Dann warst du in München und der Koffer war nicht da. Der Koffer war nicht da. Es gibt's doch nicht. Ich denke mir so, alles nacheinander. Das kann doch nicht sein. Oder das ist doch irgendwie ein schlechter Scherz. Ne? Ja. Aber trotzdem bist du noch wohlgelaunt. Das freut uns sehr. Ja. Und wir wollen heute ein bisschen über dich reden. Wir wollen ein bisschen darüber philosophieren, was du so heute uns köchelst. Ich nehme mal an, es wird nicht der bayerische Schweinebraten sein. Nein. Sondern? Und zwar Sommerrollen. Sommerrollen. So, und jetzt natürlich leicht zu erkennen. Du hast so einen asiatischen Einschlag. Das heißt, Mama und Papa, wo sind die her? Also Mama aus Vietnam und Papa aus China. Ah, okay, das ist eine interessante Mischung. Aber du bist in Deutschland geboren? Richtig. Und singst deutsche Schlager. Also ich hätte alles Mögliche vermutet, aber nicht deutsche Schlager. Wie ist das entstanden? Ich bin selbst überrascht. Also es ist durch einen ganz so einen Zufall gekommen. Ja. Und zwar, ich war sauer auf meinen Freund und er sagt so, komm, gib mir noch eine Chance, komm mit zum Schlager-Olymp. Das ist so ein Schlagerfestival, Open Air, mit 30.000 Leuten Publikum in Berlin. Und ich so, was soll ich denn da? Aber okay, gut, ich komme mit, ich gebe dir noch eine Chance, können wir uns ja unterhalten. Wann? Und dann war ich da und ich war überwältigt. Also da waren wirklich 30.000 Leute. Ja. Es war eine Bombenstimmung und die Energie und die Leute waren alle lieb zueinander und die ganzen Schlagerkünstler auf dieser riesengroßen Bühne. Also ich war so beeindruckt, dachte ich mir so irgendwie, ich habe mich in den Schlager verliebt. Okay, und da hast du einfach mal deine Musikrichtung gewechselt. Wunderbar. Ja. Da haben wir einiges zu erzählen heute, aber ich glaube, du musst dann auch anfangen, damit wir das alles in der Stunde schaffen. Mhm. Wenn ich dir irgendwie behilflich sein kann, dann sag was. Sehr, sehr gerne. Ja, obwohl, zwei linke Hände. Aber wir sind sehr gespannt heute. Schön, dass du da bist. Ja. Und ich würde sagen, es geht los. Eine wunderschöne Reise rund um die Welt, fast in der nächsten Stunde hier bei uns bei Sonnenklar TV. Unsere kleine Schalte einfach mal rüber und jetzt schalte ich mal zu mir hier nebenan rüber. Also, da passiert schon einiges bei Jolie. Ich zeige noch mal, ich weiß nicht, ob die Regie das gerade zeigen kann, was passiert gerade. Wollen wir mal gucken. Können wir den schon aufmachen? Kann da was passieren? Nein. Oh, da kann spüren. Ups. Was machen wir denn da? Was ist das? Tofu. Tofu wird gebraten. Genau. Man sagt ja oftmals, die beste Behandlung für Tofu ist, Tofu aus der Packung nehmen, Mülltonne auf, Tofu rein. Das siehst du anders, oder? Ja, ganz anders. Was? Tofu ist sehr gesund, hat hier Proteine und ist sehr lecker, finde ich. Also es riecht auch tatsächlich schon lecker, obwohl du hast es nur angebraten. Keine Gewürze, kein Nichts, ja? Mit Olivenöl. Gut, Deckel wieder drauf oder was machen wir? Ja, genau. Machen Okay, wir sind gespannt. Ägypten, ist das ein Thema? Warst du schon mal in Ägypten oder hast du gewisse Gedanken zu Ägypten? Ich war noch nie in Ägypten, aber es ist sehr interessant, finde ich. Ja. Und ich würde gerne mal dahin reisen. Ja, guck dir mal unseren Preis hier an. Das ist absolut der Wahnsinn. 599 Euro im günstigsten Fall. Ich muss dir einfach mal so, guck mal, so, weil Mikrofon. So, 599 Euro tatsächlich für zwei wunderbare Wochen mit der Nilkreuzfahrt, mit dem Badeaufenthalt und exzellentem Essen. Ne? Ja. Und das muss man doch nicht mal selber kochen.
Ich lasse dich einfach in Ruhe köcheln und wir gucken uns einfach mal gemeinsam den Film an. Und Jolie, ich weiß von dir, du warst gerade in der Türkei, jetzt irgendwie vor ein paar Wochen noch. Wie war so die Atmosphäre? Wie war das? Was haben die Leute gesagt? Was hattest du für einen Eindruck? Oh, das war sehr schön da. Also ich war überrascht. Die Leute waren super lieb und nett und die konnten alle Deutsch sprechen. Ich war so überrascht. Ich fühlte mich wie zu Hause. Ja. Aber wirklich toll und auch der Strand traumhaft. Und es kommen ja immer wieder Leute, die sagen, ach Mensch, kann man jetzt in die Türkei reisen? Soll man das machen? Ja, ich kann es verstehen. Also es ging mir auch so, weil ich von vielen Leuten auch gehört habe, so, ja, ist doch gefährlich dort und die politische Lage und so weiter. Mhm. Ne? Und aber meine Schwester und ich so, komm, lass uns das mal trauen. Wir gucken einmal mal genau. Also Türkei soll sehr schön sein, haben wir auch gehört. Und das wollen wir selber mit unseren eigenen Augen sehen. Ja. Und ja, ich habe es nicht bereut. Es hat sich wirklich gelohnt. Also man muss sich nicht trauen. Man kann einfach hinfahren, das Leben genießen und einfach diese kleinen Preise jetzt mitnehmen. Oh, das ist auch genau tatsächlich immer meine Aufforderung. Ich freue mich auch sehr. Ich bin jetzt im Juni dann in dieser Ecke eine ganze Weile und freue mich wie ein kleines Kind, weil ich liebe diese Region. So, jetzt ich bin noch ein bisschen verwirrt, Jolie, muss ich dir sagen, was du da alles jetzt zusammenführst. Also hier gerade Eier, erzähl mal. Genau, ich brate hier Eier, die schneide ich nachher in Streifen und dann können wir die gleich in den Sommerrollen mitrollen. Hier drüben haben wir Garnelen, also man sieht jetzt nur einen Topf mit Wasser, die Garnelen verstecken sich da unten. Dann hier drüben haben wir hier Nudeln, die weiche ich gerade ein, sonst sind die ein bisschen zu hart und Tofu ist fertig. Und nachher darfst du dir dann deine Rolle selber rollen. Oh, und dann mit so einem Reispapier. Und dann machen wir nachher so kurz ins Wasser, so lauwarm Wasser, und dann rausnehmen, dann wird es dann weich. Und dann sagen die Vietnamesen, roll dir dein Glück selber. Auweia. Und wenn es schlimm aussieht, habe ich kein Glück mehr, oder? Dann musst du gucken, was passiert. Wie du durchkommst. Genau, wie du durchkommst. Sieh zu, viel Glück. Genau, und je mehr du rollst, desto mehr Glück hast du. Ah. Und, genau, und ich werde nachher richtig viel rollen, denn ich brauche auf jeden Fall Glück für den Rückflug heute Abend. Genau. Denn Hinflug war ja super. Ja. Und jetzt hoffe ich, mit dem Rückflug wird es dann das Gegenteil. Den Koffer werden wir finden. Sie werden am Flughafen mit dem roten Teppich stehen, werden auf dich warten. Ja. Werden. Entschuldigung, wir haben heute eine Boeing für Sie alleine. Das wird funktionieren. Hoffe ich mal. Also wenn ihr einen Koffer findet mit Koriander und Sojasprossen drin, das ist meiner. Ach ja, genau. Das waren ja noch die Zutaten. So, inzwischen werden Gurken geschnitten. Also du kommst voran und bist im Timing. Oh ja, im Timing. Ich kann es gerade noch mal zeigen, damit Sie es auch von oben noch mal sehen. Ich weiß nicht, ob wir das technisch hinkriegen. Die Ulfcam. Ja, guck mal, das sieht schon mal lecker aus. Ja, also alleine diese Mischung, das ist tatsächlich Tofu. Ja? Das sieht aus wie Fleisch. Und jetzt guck mal, lecker. Gibt es noch Garnelen dazu? Was kommt da hinten noch alles aus deiner Zauberküche? Reisnudeln. Ja. Ist eigentlich auch eine schnelle Geschichte, oder? Sehr schnell. Du machst das? Ich mag das, weil ich habe wenig Zeit zum Kochen und ich mag gerne schnelle, gesunde Sachen. Ja? Ja. Ja, schnell und gesund. So, so mögen wir das. Wir sind sehr gespannt. Und das machst du dir auch dann zu Hause mal? Ja. Oder machst du dir auch mal richtiges deutsches Schnitzel? Nein, das nicht. Da, tatsächlich nicht, Da habe ich leider nicht wirklich die Zeit dafür, weil da gehe ich gerne auch mal 5 Uhr morgens Schnitzel essen. Ja, in Berlin kann man das, kann man das machen, 24 Stunden rein, kannst alles essen. Definitiv. Okay, du machst einfach weiter. Wir gucken uns mal um bei einer großartigen Kreuzfahrt. Hast du schon eine Kreuzfahrt schon mal gemacht? Nein, noch nicht, aber würde ich sehr, sehr gerne mal machen. Weil? Was hast du da im Kopf? Warum Kreuzfahrt? Oh, ich liebe das Meer. Ich denke, das Gefühl, da mitten auf dem Meer zu sein, das ist so ein Freiheitsgefühl. Mhm. Total schön. Und dann, darf es auch ruhig ein bisschen luxuriöser sein? Ja. Gerne, ne? Ja, gerne. Und mit viel Essen und so. Und Wellness, Massagen. Das wäre ein Traum. Genau das haben wir alles. Achtung, 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 auch hier gibt es nur wenige Termine, liebe Zuschauer. Wenn Sie dafür überschaubares Geld dabei sein wollen, dann müssen Sie sich hier tatsächlich sputen. Und ich muss immer wieder rüber gucken zu Jolie. Das sieht so lecker aus. Jetzt hast du gerade die Ananas zerkleinert, fachgerecht und ganz souverän. Ja, als würdest du das jeden Tag machen. Ach, das sieht nur so aus, aber ich habe das so bei meiner Mama etwas abgeguckt. Die ist wahnsinnig schnell in der Küche. Ich habe ihr einmal geholfen und ich dachte schon, ich bin ja auch schnell, ne? Und sie so, nee, gib mal her.
Und sie zack, 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 und die Ananas war fertig. Und das ist auch eine ganze Menge, was du da machst. Sag mal, wir sind zu zweit. Ich dachte, das wird ein kleines romantisches Essen. Für wie viele Leute machst du das? Du hast gleich an die ganze Crew gedacht, essen. Ja? Ich kann ganz viel was? Essen, ja. Ehrlich? Ja, natürlich auch für die Crew, ja. Die Crew freut sich. Das sieht sehr, sehr lecker ja. aus. Also. Und wie gesagt, ich muss mir ganz viel Glück rollen für heute ja. Abend, genau, ne, Rückflug. Genau. Ich helfe dir gleich dabei beim Glückrollen. Da brauchen wir noch ein Momentchen. Oder? Na, du kannst sofort anfangen. Guck mal, oh wir Gott. Nehmen so ein Reispapier. Ja. Du machst vor, ich mache genau. Versuche nachzumachen. Genau, das ist dein Teller und ich ja, okay. nehme einfach hier diese Platte hier. So, dann kurz die mit Wasser anfeuchten hier, einmal eine Runde drehen. Ja. So, so lauwarmes Wasser nehme ich am liebsten. So, und dann kurz hier dann auf Brett legen oder auf deinen das Teller. Das schaffe ich auch. Eine Runde ja. drehen. Genau, mal drehen, zap, schön befeuchten. Zap, zap, zap. Ja, machst du kann man nicht toll. Verbrennen. Ja, das sagst du, weil wir im Fernsehen sind. So, okay. Genau, jetzt kommt jetzt das gehe ich auf den auf Teller. Die Ecke. Ach, auf den oder, Teller. Wie okay. du machst, ja, aufs Brett. Auf den Teller. Ja. So, dann nehmen wir ein bisschen Nudeln. Ich mache mal alles mit Fingern. Ja, wir ja, haben ja vorher die gewaschen. Finger gewaschen. Genau. So, Nüdelchen. Ja, die sind jetzt noch ein bisschen warm, aber normalerweise lasse ich die dann abkühlen. Ist dann okay. viel besser. Ja. Ja, dann legst du hier so einen Streifen Ananas hin. Ja, ja, bisher kann ich folgen. Genau, der Trick ist nicht zu viel, ja. sondern von jedem etwas, sonst... Okay. Lässt sich das nachher schwierig dann rollen. Ein paar leckere Garnelchen. Ja, so, alles was du eigentlich machst, nach ne? Gusto, ja? Also genau. Jetzt kommt noch Tofu Ich bin dann dazu. Sogar mal mutig und nehme Tofu. Ich vertraue dir da. Gurke. So. Ja. Und wenn du magst, auch noch Eier Das ist einfach dazu. Nur gestocktes Ei. Ja. Okay, dann greife ich da auch ja, mal rüber. Ja, vorsichtig, dein Jacket. Ja. Genau, so. Mach ich so hin. Okay, so. Dann können wir rollen. Also ja? ich lege hier eine Seite so drüber. Okay. Halte dann das Ganze fest zusammen. Ja. Ja, und dann klappe ich rechts und links zu, damit da nichts rausfällt. Okay. Dann roll ich dann zu Ende. So, warte. Jetzt habe ich hier die ganze Ananas. Ein bisschen. Ja, aber. Ich habe jetzt eine Ananassaftrolle. Ist hier ein bisschen Ich hätte, glaube ich, einen. Ach, guck mal. Ja, super, fertig. Und meine erste Sommerrolle. Toll, ne? Ja. Jetzt muss sie nur noch schmecken. Und die isst man und jetzt einfach so? Ja, ich habe hier so eine Hoisin-Soße. Das ist hier so eine Sojabohnen-Paste-Soße. Ja. Könnte man auch selber machen, aber wir haben heute nicht so viel Zeit, deswegen. Da ist aber Knoblauch ohne Ende drin, oder? Ja, mhm. Liebe Knoblauch und Zwiebeln. Okay, dann brauchen wir ein Löffelchen, dann machen wir ein bisschen was da rein. Genau. Und da tunkt man das dann rein, oder was macht man? Einfach reintunken, genau. Es gibt auch noch die Variante, du kannst dir die Soße mit in die Sommerrolle rollen. Dann, dann sparst du dir die Arbeit mit dem Für Ton. Fortgeschrittene. Ja. Also und Erdnüsse kannst du dir auch noch mit drauf tun. Warte. Liebe Leute. Ich habe so kurze Arme. Auch. Soll ich dir welche rübergeben? Ja, gerne, bitte. Mach mal drauf. Normalerweise zerhacke ich die. Aha. Aber wir haben keinen Mörser hier. Deswegen essen wir die mal. Also ich probiere es mal. Es sieht bestimmt ein bisschen seltsam aus. Mhm. So. Mhm. Und schmeckt? Aber es schmeckt fantastisch. Ja? Meine erste eigene Rolle. Mhm. Hauptrolle sozusagen. Hauptrolle, genau. So, meine Liebe, wir haben es geschafft. Du gehörst auch zu denen, die es tatsächlich innerhalb der Sendezeit geschafft haben. Und wir gucken mal. Ich durfte ja auch ein paar Rollen rollen. Ich glaube, ein bisschen Glück werde ich vielleicht haben. Ein paar habe ich geschafft. Das hier ist die Variante, ich sage mal, Anfänger. Das sind das meine. Sieht aber sehr gut Und aus. Jetzt gucken Sie mal. Das ist die Profi-Variante. Und du hast dann sogar noch was Besonderes gemacht. Ja, eine eigene Kreation, Sommerrollen-Sushi. Super. Ja. Also das ist eine ganz leichte Sache, also sowohl von den Ernährungswerten her, als auch so vom Machen und auch ziemlich kommunikativ. Ne? Können wir vorstellen, wir machen das demnächst bei der Sommerparty. Alle kann jeder selber rollen. Ein bisschen. Ja. Und jetzt, reicht das jetzt, um Glück zu haben? Reicht es? Ich denke schon, für heute? Ja, morgen musst du noch mehr rollen. Das ist das Glück für heute. Okay. Das nehme ich mir dann schon mal mit. Okay, du wirst auch ganz viel Glück haben, viel besser kann das nicht aussehen. Ich danke dir sehr herzlich, dass du heute zu uns gekommen bist. Einladung war sehr schön. Das Dankeschön. Hat wirklich Spaß gemacht und komm auf jeden Fall mal wieder. Sehr gut. An uns, wenn du dann den großen Nummer 1 Hit hast. Wo warst du? Bei Sonnenklar TV. Und dann kommst du auch wieder. Ne? Ja. Okay, also du singst noch mal ein bisschen für uns. Ich lasse dich schon mal in die Richtung. Ja, sag vielen herzlichen Dank. Jetzt noch mal für Sie live und in Farbe die bezaubernde Julie Loy.